bin unterwegs und so was, das mir gut tut. Schnell fahr ich heim und starte sofort YouTube. Aber Digga, wie viel Fake-Pranks es gibt. Neuerdings verarscht man also Kids nur für mehr Klicks. Klickgeil, Rumgeschrei, auf dem Thumbnail roter Pfeil. Wofür war nochmal YouTube da, wofür gab's es nochmal? Es sind nur die großen Zahlen, die sie jagen. Aber ich hab da mal ne Frage. Was bringt die Klicks, wenn dich keiner respektiert und du nur deine Fans verarscht? Was bringt dir Likes, wenn du trotzdem keine Leidenschaft mit diesen Menschen teilst? Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist wap wap da da di da da da. Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist wap wap da da di da da da. Aber das ist YouTube, es ist halt how it is. Es gibt auch viele geile Sachen, guck halt was du willst. Wenn ein Video scheiße ist, ja dann geh wieder. Beschweren kann ich mich normalerweise weniger. Auf YouTube kommen meist nur schlechte Sachen. Doch gemeinsam können wir das besser machen. Es sind nur die großen Zahlen, die sie jagen. Aber ich hab da mal ne Frage. Was bringt die Klicks, wenn dich keiner respektiert und du nur deine Fans verarscht? Was bringt dir Likes, wenn du trotzdem keine Leidenschaft mit diesen Menschen teilst? Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist wap wap da da di da da da. Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist wap wap da da di da da da. Der Boden ist Lava und ich spring auf mein Lama. Komm ich bitte ins Lied und das Fun übernimmt den Beat. Zu viele laufen den Trends hinterher, doch ne gute Community, die zählt viel mehr. Clickbait, Fake Pranks, ist alles nur für Klicks. Du kannst Millionen haben, aber ohne Herz bist du nichts. Respektiert und du nur deine Fans verarscht. Was bringt dir Likes, wenn du trotzdem keine Leidenschaft mit diesen Menschen teilst? Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist wap wap da da di da da da. Spring mal aufs Lama, denn der Boden ist Lava. Der Boden ist wap wap da da di da da da. Und wieder habe ich nächtelang geschnitten und synchronisiert. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen und ein Like wäre angemessen. Meine Community ist die stärkste, dafür jetzt euer Applaus. Ohne eure Unterstützung wäre dieser Kanal schon lange aus. Okay, jetzt nochmal richtig. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle bei diesem Projekt so krass mitgemacht habt und so viele gute Kommentare geschrieben habt. Hier könnt ihr euch jetzt noch andere Videos angucken. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Auf Wiedersehen.